Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werde ich dir zeigen, wie ich ein richtig leckeres Bohnengulasch koche. Was ich da so reingebe, was da so meine Spezialzutaten sind und wie man das richtig schnell und lecker zubereiten kann. Legen wir los! Starten tun wir das Ganze mit der wichtigsten Zutat im Gulasch, nämlich der Zwiebel. Die Zwiebel gibt den Hauptgeschmack und die muss richtig gut angeröstet sein. Wie viele Zwiebeln du brauchst, ist unterschiedlich, es ist je nachdem, was für eine Menge du kochst. Ich habe heute hier einen richtig großen Topf, ich mache gleich eine große Menge, weil ich es auch gleich einkochen werde am Schluss. Deswegen schaue ich einfach immer, ich nehme immer das untere Viertel, soll oder das untere fast Drittel sollte mit Zwiebel voll sein, das heißt ein Drittel bis ein Viertel vom Topf, je nachdem wie man es gerne hat. Und die Zwiebeln, die werden mal geschält. Die Zwiebeln haben wir jetzt fertig geschält. Jetzt ist es wichtig in meinen Augen die Zwiebeln nicht zu klein zu hacken, das heißt also keine Würfeln, sondern es soll ja im Gulasch die Zwiebeln noch vorhanden sein und präsent sein. Das heißt, ich schneide die Zwiebeln einfach in etwas dickeren Scheiben runter. Dann ist es beim Rösten auch in meinen Augen ein bisschen leichter und es ist einfach viel präsenter und der Zwiebelgeschmack, dieses Aroma, das kommt noch viel stärker zur Geltung, wie wenn das jetzt einfach untergeht, weil das einfach nur noch kleine Würfel sind. So, die schneiden wir jetzt einmal alle klein. Die Zwiebeln sind geschnitten, sie sind auch schon im Topf. Siehst hier, also wir haben wirklich so ein Drittel bis ein Viertel wirklich nur Zwiebeln im Topf. Die gehen natürlich auch noch zusammen. Und jetzt kommt auch gleich meine erste Geheimzutat dazu. Wir werden nämlich mit den Zwiebeln eine Handvoll getrocknete Pilze, in dem Fall getrocknete Steinpilze, hauptsächlich und ein paar Eierschwammerl dazugeben. Beziehungsweise bei der Menge sind es zwei Hände voll. Und die werden wir einfach mit den Zwiebeln mit anrösten und es gibt noch so ein richtig schönen Geschmack dazu, ein richtig schönes Aroma. Einfach ausprobieren, dann wirst du merken, wie lecker das ist. Die Steinpilze habe ich, sammle ich jedes Jahr im Wald, trockne in meinem Dörrapparat. Schmeckt richtig gut und man kann das ganze Jahr das relativ gut verwerten. Während das anröstet, nehme ich gleich 2 Liter und tue die direkt daneben in einen Topf gleich einmal erwärmen. Und wenn die Zwiebeln angeröstet sind, kommen mir dann nachher die Kartoffeln dazu und dann haben wir gleich ein heißes Wasser und dann muss ich nicht alles noch einmal von vorne aufheizen. Das heißt, hier einfach mal 2 Liter, während die Zwiebeln rösten. Und bei den Zwiebeln ist es unbedingt notwendig, dass die richtig schön braun sind. Sonst kann, wenn die nicht gut angeröstet sind, dann kann das den Geschmack, den Wert des Gulasch so richtig, richtig mindern. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Das heißt, braune Zwiebeln ist das A und O eines guten Gulasch. Am Anfang, dadurch, dass es ein Gusseisentopf ist, kann ich ruhig einfach mal den Deckel drauf geben und einmal 1-2 Minuten warten, da wird auch nichts anbrennen. So, zwischendurch einfach mal reinschauen. Wir werden auch komplett ohne Öl heute arbeiten. Das heißt, hier sieht man auch, dass da am Boden jetzt schon leichte braune Stellen sind. Und dann nehmen wir jetzt einfach ein wenig Wasser, so ganz wenig, und tun dieses Braune mit hineinköcheln, mit anrösten. An jeder Stelle des Topfes einfach ein bisschen Wasser aufgießen, braucht man kein Öl, es wird auch nichts anbrennen. Und diese Röstaromen gehen super in die Zwiebeln hinein. Man braucht auch nicht viel.
gebe schon wieder den Deckel drauf und in einer Minute wiederhole ich das Ganze wieder. Wer hier natürlich multitaskingfähig ist oder sagt, er traut sich schon zu, währenddessen die Kartoffeln zu schälen, während die Zwiebeln rösten, ohne dass man Angst hat, dass sie anbrennen. Ich habe da schon eine relativ gute Routine, ich weiß schon, wann ich rüberschauen muss. Kann die Kartoffeln schälen, wenn sie natürlich die Haut nicht sehr schön ist. Manche geben sie auch rein, ich gebe sie auch ganz gerne dazu, die Haut, also ich schneide sie mit der Schale rein. Aber die sind, ja, sind teilweise noch ein bisschen erdig, da schäle ich sie. Das heißt, die Kartoffeln kann man währenddessen schon super vorbereiten. So, zwischendurch, wie gesagt, den Vorgang einfach wiederholen. Schauen, wo braune Stellen sind. Ein paar Tropfen Wasser dazu. Und einrühren. Die Kartoffeln habe ich zwischendurch schon geschält. Vielleicht hast es du sogar geschafft, sie zwischendurch schon zu schneiden. Hier schaue ich auch, dass die Kartoffeln alle gleich groß sind. Nicht zu groß, nicht zu klein. So mittelgroße Würfel. Und die kommen dann gleich in den Topf dazu. Die Kartoffeln sind alle geschnitten. In was für einer Größe du die schneidest, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Wichtig ist nur, dass sie alle in der gleichen Größe ist. Egal für welche Größe du dich entscheidest, sie sollten nur einheitlich sein. Ich habe jetzt 9 Kartoffeln genommen, die sollten dann auch so circa ein Drittel abdecken und die kommen jetzt auch in den Topf. Wir haben den Bräunungsgrad erreicht, den wir wollten. Noch einmal das Braune von unten mit hineingeben. Noch einmal mit dem Wasser arbeiten. So, da. Und jetzt können wir das Wasser, das wir vorher aufgewärmt haben, es kocht zwar noch nicht, aber es ist zumindest schon deutlich wärmer, einfach über die Zwiebeln drüber schütten. So, dass fast der ganze Topf voll ist, nicht zu voll. Also oben immer so einen Spielraum lassen, weil es kommen ja die Kartoffeln auch noch rein, dadurch hebt sich das noch ein bisschen. Die Kartoffeln sind jetzt auch drin. Der Idealfall ist natürlich, dass man während man die Zwiebeln anröstet, die Kartoffeln schon fertig geschnitten und geschält hat, damit man sie nachher gleich hinzufügen kann, damit man hier keine Zeit verschwendet oder keine Wärme verschwendet. Jetzt heißt es einmal warten, denn wir warten jetzt, bis die Kartoffeln weich sind. Vorher können wir dabei eh nichts tun, das dauert ein wenig. So, circa 15 Minuten später machen wir mal eine Stichprobe, ob die Kartoffeln schon weich sind. Jawohl, wunderbar weich. In diesem Fall würde jetzt eigentlich ein kleines Glas Tomatenmark hinzukommen, aber ich habe gesehen, ich habe leider keins mehr. Deswegen werde ich heute einfach improvisieren und das Ganze ohne Tomatenmark machen und ein bisschen mehr mit Gewürzen arbeiten. Das heißt, jetzt haben wir Kartoffeln und Zwiebeln. Jetzt kommt noch der dritte Part, die Bohnen. Hier kann man verschiedenste Bohnen nehmen. Ich habe jetzt in dem Fall Kidneybohnen aus dem Glas, 2 Gläser voll. Die kommen jetzt auch noch hinzu. Das sind 700 Gramm. Manchmal weiche ich auch die Käferbohnen aus dem Garten ein. Die weiche ich über Nacht ein und tue im Druckkochtopf extra kochen und gebe die dann dazu. Schmeckt auch wunderbar. Also mit Käferbohnen ist das fast noch leckerer.
Ich sehe schon auf die Menge, werde ich noch ein drittes Glas Bohnen hinzufügen. So, das dritte Glas Bohnen. Und jetzt werde ich viel mit Gewürzen arbeiten, damit das auch trotzdem den Geschmack kriegt. In dem Fall nehmen wir mal Paprikapulver Edelsüß. Die Packung ist eh schon fast leer. Die kommt gleich aus der Ganze hinein. Dann nehmen wir Laszlos Gulasch-Gewürz. Auch hier gilt dasselbe, ganze Packung. Ist auch nicht mehr viel drinnen. Werden wir auf jeden Fall noch mehr brauchen. Dann ein leicht scharfes Paprikapulver hier. Decke ich einmal die Oberfläche ab, dann hat es einen leichten scharfen Geschmack und ist nicht zu scharf. Dann kommt die Sojasauce. Hier bin ich auch sehr großzügig, da die auch einen richtig guten Geschmack gibt. Dann kommen natürlich auch noch die frischen Brennnesselsamen dazu, auch einmal. Da nehme ich nicht so viele, weil die doch sehr intensiv vom Geschmack sind. Und natürlich Salz. Hier kann man verschiedene Salz nehmen, entweder Meersalz oder Himalaya-Salz oder manche machen sich eine Salzsole, je nachdem, was du zu Hause hast. In dem Fall gebe ich jetzt mal 2 Esslöffel Meersalz dazu. Beziehungsweise 2,5. Und was ich auch noch sehr gerne im Gulasch habe, wenn ihr es zu Hause habt, ist Bärlauchsalz. Auch Bärlauchsalz verpasst dann noch eine wunderbare Note. Da bin ich auch sehr großzügig, gebe ich gerne ein bisschen mehr dazu, dass ein richtig guter Geschmack rauskommt. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr normales Paprikapulver. Heute ein wenig mehr, da ich ja das Tomatenmark ausgleichen möchte. Also da gebe ich noch einmal ein Dreiviertel der Packung mal dazu. Also es sind einiges an Gewürzen, aber es ist ja auch ein riesiger Topf, wie man sieht. Mal schauen, wie es geschmacklich ist, sonst muss ich ein bisschen Ketchup oder normale Tomatensauce hinzufügen. Aber ich glaube, dass es sich geschmacklich so auch schön lecker wird. So, das lasse ich jetzt 1, 2 Minuten köcheln und dann koste ich mal. Ich habe das Ganze jetzt abgeschmeckt. Es schmeckt gut, es ist geschmacklich gut, aber was ein bisschen falsch ist, ist die Konsistenz. Es fehlt einfach das Sämige vom Tomatenmark doch. Deswegen habe ich hier jetzt einfach ein bisschen Tomatenpulver, also reiner Tomatensoße mit ein bisschen Ketchup, beides natürlich zuckerfrei, zusammengerührt. Das gebe ich jetzt einfach mal dazu als mein Tomatenmarkersatz. Wir sind ja spontan und kreativ. Ist schon deutlich besser. Man braucht trotzdem irgendwas, was das eindickt, damit das einfach so sämig ist. Aber hier bitte ich dich einfach selber ein bisschen herum zu experimentieren, wie es dir gefällt. Geschmäcker sind doch verschieden. Das Grundrezept hast du ja jetzt. Und ja. Das Kartoffelgulasch habe ich jetzt nochmal 5 Minuten ein bisschen nachköcheln lassen auf niedriger Stufe. Wir sind jetzt fertig mit dem Kartoffelbohnengulasch. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du kannst mit diesem Rezept etwas anfangen. Wie gesagt, bei den Gewürzen bitte ich dich selber zu experimentieren, selber abzuschmecken. Es ist bei jedem ein bisschen anders von der Konsistenz. Es kommt immer darauf an, welche Kartoffeln hat man, welche Zwiebeln hat man, wie viel hat man davon. Also probier dich selber aus, trau dich, sei kreativ. Und was ich so toll auch noch an diesem Rezept finde, das ist im Normalfall ein Gericht, das auch Fleischessern, Fleischliebhabern sehr gut schmeckt.
Das heißt, das kann man nicht nur Veganern anbieten, sondern auch Menschen, die sich noch normal ernähren. Wenn du sonst noch Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Feedback. Wenn du selber nachgekocht hast, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir sagst, wie es dir geschmeckt hat, wie es der Familie geschmeckt hat. Ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Video. Was es sein wird, weiß noch nicht, aber es wird wahrscheinlich um das Thema Wasser gehen. Wenn du es nicht verpassen möchtest, abonniere mich, drück auf die Glocke, damit du nichts verpasst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir natürlich gerne einen Like da. Bis zum nächsten Video, bis bald, dein Elias. Tschüss!